Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße euch auf dem Kanal Magic Fruit Deer und willkommen in diesem Video zum Elch Grind Guide, Grade 1 Elch Grind Guide auf Mad the Tiger. Es ist die Mad the Tiger Edition und bleibt bei dem Video auf jeden Fall mit dabei. Es gibt viele Tipps, die ich gestern dazugelernt habe. Ich habe mir das Video von Lady Legend angeguckt und es ist auf jeden Fall wichtig, dass ihr euch das ganze Video anguckt. Ich stelle euch Geheimseen vor, die man so auf der Map nicht sieht. Es sind 5 Stück, deswegen schaut euch das Ganze an. Mir hat es selber gestern sehr weitergeholfen und ich denke, dass ich dadurch besser werde im Grind. Wir wenden nämlich in dem Video bzw. beim Elch Grind das Herdenmanagement und das Stacking an. Und als erstes kommen wir zu der Ausrüstung, die wir dabei haben. Wenn es euch weiterhilft, dann lasst gerne ein Like da. Ich habe mir auf jeden Fall hier alle Sachen aufgeschrieben, um euch weiterzuhelfen. Und wir haben als Ausrüstung einmal die Canning Magnum Marches dabei. Es ist eine sehr gute Waffe mit der Durchschlagskraftmunition. Das Ganze würde ich euch auch empfehlen. Als Schusswaffe geht von Waffenklasse 7 bis 9. Dazu den Elchcaller, Zelte, ganz wichtig. Einmal Odeur de Parfum, Geruchsreduzierer und das Fernglas. Tripods würden sich natürlich auch eignen, aber nur in besonderen Fällen. Und das ist die Ausrüstung, die ich immer dabei habe. Wo sind die Gebiete zu finden? Der Elch, der trinkt, meine Damen und Herren, an jedem Gewässer. An jedem Gewässer in Mad the Tiger. Das bedeutet, ihr müsst ganz schön viel checken. Das ist am Anfang ein bisschen mühsam, aber ihr seht die ganzen Seen. Lady Legend von, ich weiß nicht, ob ich das gesagt habe, ich habe mir gestern das Video von ihr angeschaut und hat mir auf jeden Fall sehr weitergeholfen. Die liebe Dame hat nämlich an diesen 4 Seen keine Elchgebiete. Ich weiß nicht, wie es bei mir ist. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Müsst ihr einfach mal gucken. Aber an diesen 4 Seen ist bei ihr die Ausnahme, dass sie dort keinen einzigen Elch hat. Aber sonst überall. Ihr findet Elche auf der linken Seite. Ihr findet Elche hier oben an den Seen, an der Küste, im Süden. Der lange Flusslauf. Deswegen, ihr müsst jedes Gebiet checken. Die 5 Geheimseen, die man nicht auf der Karte sieht. Die sind einmal, sehen wir, dort unten ist ein See, der ist ganz wichtig. Ihr müsst auch diese 5 Seen checken, hier hat man auf jeden Fall Elchgebiete. Dort unten seht ihr den kleinen Umriss. Hier ist ein Geheimsee, den ich so noch nie gesehen habe. Neben dem Totenkopf habt ihr ebenfalls hier einen See. Dort war ich noch nicht, das Ganze muss ich noch checken. Dann kommen wir zu einem See, der sich genau hier befindet. Dort haben wir einen weiteren See, der dort unten ist. Ebenfalls haben wir neben dem See hier dort noch einen See. Dort war ich noch nicht. Und den letzten, den ich vergessen habe, der war genau hier. Dort haben wir auch noch einen. Das waren die 5 Seen. Guckt euch das Ganze bei euch an, dort sollten überall auch noch Elche trinken und das ist ganz wichtig. Findet, bevor ihr anfangt zu grinden, findet auf jeden Fall so viele Trinkgebiete, wie ihr nur finden könnt, das ist ganz wichtig, bevor ihr eben anfangt, so viele Gebiete wie möglich zu finden. Also lauft überall mal rum. Das habe ich jetzt gerade auch erst dazu gelernt. Also ich habe zwar schon angefangen, aber man muss vorher die ganzen Elchgebiete finden, bevor man das Ganze startet. Es wäre empfehlenswert. Ihr könnt 16 Zelte und 32 Tripods aufbauen. Zelte und Tripods sind auch sehr wichtig. Tripods würde ich euch empfehlen, wenn da wirklich in der Gruppe sehr, sehr viele Männchen sind und ihr geht dort öfters vorbei, damit der Jagdhund nicht überlastet wird, damit das Gebiet nicht weg ist, baut euch da ein Tripod auf. Bei den meisten Seen stehen vielleicht nur 2 Männchen, dort geht dadurch dann der Jagddruck nicht kaputt.
Deswegen könnt ihr da die Tiere auch ohne Tripod schießen. Aber anders als beim Rothirsch, wisst ihr, da stehen die ja in großen Gruppen, sind auch manchmal 3 oder 4 Männchen mit dabei. Dann ist es ein bisschen anders. Aber beim Elch, die kommen in einer kleineren, geringeren Herde vor, also gibt es nicht so viele. Deswegen beim Elchgrind immer nur dann, wenn es nötig ist. Aber ihr habt sehr, sehr viele Tripods. Zelte würde ich euch auch empfehlen. Seid aber ein bisschen sparsam. Also wenn ihr ein Gebiet habt, wo nur noch Einser und Zweier und Weibchen sind, dann könnt ihr euch da das Zelt wegräumen und es an eine andere Stelle bringen. Wenn ihr einen Zugang habt, nämlich von einem Haus aus, und der ist, sagen wir mal, 250 Meter entfernt, dann stellt da lieber kein Zelt hin, sondern lauft dort vom Haus hin, weil Zelte, ja, man kann wenig Zelte platzieren, 16 klingt zwar viel, aber Leute, die 16 Zelte, die sind schnell weg. Deswegen, wenn ihr alle eure Gebiete gefunden habt, platziert eure ganzen 16 Zelte. Ihr könnt auf jeder Map 16 Zelte platzieren. Das ist auf jeden Fall ganz wichtig. Bei den Elchen gehen wir am besten aufs Herz, wenn einer alleine steht und das Herz bei den Elchen befindet sich, wenn der Herr einmal kurz gleich stehen bleibt, zwischen den Beinen, also ein bisschen weiter oben, natürlich wenn er sich gerade hinstellen würde. So, dort müsst ihr ungefähr hier hinzielen. Und da sitzt das Herz. Wir gucken uns das Ganze mal in der Röntgenaufnahme an. Wenn ihr 2 Elche habt, dann geht am besten bei dem einen aufs Herz und bei dem anderen, sie rennen schneller weg. Dazu wollte ich noch sagen, die Elche hören, die anderen Elche, die hören euch bis 270 Meter. Ich hätte gedacht 300, aber es sind 270 Meter. Damals vor dem Update waren es 200 Meter. Wenn ihr dem einen Elch und ihr wollt beide holen, Herzschuss gebt, dann wird es beim anderen ganz schön schwierig. Deswegen da versucht ihr am besten, das ist meine Strategie, einfach auf die Lunge zu gehen. Da habt ihr beide safe down, anstatt dass der zweite wegrennt. Und hier haben wir auch den Elch, wir haben das Herz getroffen. Sie haben ein recht großes Herz. Das bedeutet, wenn ihr hier einfach drauf schießt, dorthin, dann trefft ihr das Herz. Wenn er zur Seite steht, das zeige ich euch einmal. Er hat hier so ein kleines Muskelpäckchen. Seht ihr das? Das seht ihr. So eine kleine Wölbung. Dort schießt ihr unten in die Wölbung rein. Dorthin. Dort schießt ihr hin und dadurch trefft ihr das Herz. Wenn er so zur Seite steht im Profil, dann schießt ihr genau dorthin. Hier seht ihr das kleine Muskelpaket und dort schießt ihr unten hin. Ja, das sind die Schüsse, die ich euch empfehlen würde. Der Elch rennt natürlich nicht so lang weiter, ihr erspart euch viel Zeit. Jetzt kommen wir zum Herdenmanagement, Leute, und was die Shooting Lakes, das bedeutet eure Schussseen, die ihr bevorzugt damit zu tun haben. Wir wollen erreichen, dass wir irgendwann im Grind nur noch 10 Seen haben. Dazu gehört zum Beispiel der, dass wir nur noch 10 Seen haben, wo ihr aktiv grindet. Ihr möchtet, dass alle anderen Bedürfnisgebiete, dass ihr dort nicht mehr hingehen müsst. Das bedeutet, dass ihr dort nur 2er und 3er habt. Wenn ihr dort nur 2er und 3er habt, dann an den Seen, wo ihr nicht gerne hingeht, also welche nicht eure Shooting-Spots sind oder Shooting-Lakes sind, das sollte auf jeden Fall euer Shooting-Lake sein. Die anderen 9 Seen könnt ihr euch selber aussuchen. Was euch am besten gefällt, wo am besten viele Männchen sind, das ist immer ein guter Spot. Und damit wollen wir eben erreichen, wenn sehr, sehr viele kleine Elche auf der Map sind, dass dann dort große Nashorn. Deswegen beim Herdenmanagement ist es so, wir schießen die Dreier und Vierer raus. Wir versuchen eben bei allen anderen Spots zu haben, dass dort nur Weibchen und kleine Männchen sind. Und wenn ihr das habt, dann spawnt eben der Rest groß nach. Also, angenommen, ihr habt überall kleine. Deswegen ist es auch so, dass ihr bei euren Shooting Lakes die Zweier Elche und einer Elche rausschießen könnt, die Männchen. Ihr könnt auch ab und zu mal ein Weibchen rausschießen. Aber bei euren Shooting Lakes, das wäre zum Beispiel, das wäre meiner, wir haben hier sehr, sehr viele Gebiete, dort schieße ich meine Zweier raus. Denn wie gesagt, wenn ihr überall kleine habt und dann hier ein Zweier rausschießt, dann wird der in der Regel groß nachspawnen.
Deswegen sucht euch 10 Seen aus, die euch gefallen. Und jetzt kommen wir zum 5er Stacken. Das bedeutet, die Diamanten auf der Map lassen. Wenn ihr Diamanten auf der Map habt, dann spawnt eben sehr, sehr viele und ihr schießt aus einem billigen Gebiet, schießt ihr einen Dreier raus, dann wird der in der Regel nicht als Dreier wieder nachspawnen, weil ihr schon sehr, sehr viele große habt. Also er wird höchstwahrscheinlich als Zweier raus wieder reinspawnen. Also Ziel ist es, überall Einser und Zweier zu haben, außer an euren Shooting Lakes. Die Gebiete, wo ihr dann nur Einser und Zweier Elche habt, die könnt ihr dann durchstreichen und ihr wollt halt darauf hin, dass ihr irgendwann nur noch zu euren Seen, zu euren Grindseen geht und dann dort grindet. Wenn ihr nämlich überall auf der ganzen Karte nur noch Einser und Zweier habt, dann ist der Zeitpunkt gekommen, wo ihr die Fünfer rausschießen könnt. Ihr werdet dann ungefähr, ja, ich würde sagen 12 Diamanten auf der Map haben, ungefähr. Und dann ist der Zeitpunkt, wo ihr die Diamanten rausschießt. Das werden aber nicht alle 12 sein, sondern ihr schießt ungefähr 4 bis 5 raus, nicht mehr, und baut eben darauf den Grind weiter an. Wenn ihr 4 bis 5 rausschießt und auf der ganzen Map sind nur kleine, dann werden diese Diamantelche, die 5er, die ihr geschossen habt, nicht als kleine, sondern als Big Boys nachspawnen. Das ist einfach so. Sie werden nicht als einer nachspawnen. Und das ist eben die Wahrscheinlichkeit gegeben, dass wenn der Diamant spawnt, der dann auch eine seltene Fellfarbe bekommt. Natürlich ist es noch eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit, dass er eine seltene Fellfarbe bekommt. Aber ihr habt mehr Chance als auf dem Super Rare, wenn ihr nicht wüsstet, dass ein, oder wenn kein Diamant nachspawnt. Wenn ihr einen See habt, irgendwo, und ihr habt ein Bedürfnisgebiet, nur mit zwei Männchen, ein Dreier und ein Vierer, dann müsst ihr diese Dreier und Vierer, auch wenn ihr wisst, dass das Bedürfnisgebiet danach kaputt geht, müsst ihr die trotzdem rausschießen, die zwei Elche, auch wenn das Gebiet kaputt geht. Es wird dann irgendwo wieder ein neues entstehen, das müsst ihr am besten wieder finden. Also es ist nicht ganz einfach, liebe Leute, aber so wird das Ganze funktionieren. Deswegen, was habe ich selber dazugelernt? Ich habe dazugelernt, dass man erst die Diamanten schießt, wenn man überall nur noch Einser hat und Zweier-Elche. Weibchen werden nicht geschossen. Also, Zusammenfassung, wenn ihr einen Spot habt, wo nur noch Weibchen sind, lasst ihr das Gebiet in Ruhe. Wenn ihr viele Spots habt, wo nur noch Einser und Zweier sind, lasst ihr das Gebiet in Ruhe. Wenn ihr ungefähr 10, 12 Diamanten spawnen gelassen habt, dann schießt ihr ein paar von denen raus. 3, 4 oder 5 maximal. Dadurch spawnen eben größere nach. Es werden keine kleinen nachspawnen. Es ist die Wahrscheinlichkeit gegeben, dass ein Super Rare spawnt. Und es ist die Wahrscheinlichkeit gegeben, dass ein Great One spawnt. Das ist nicht meine Strategie, sondern das ist die Strategie von allen YouTubern aus den Staaten und die ihr so auf YouTube habt. Also ja, Herdenmanagement ist für den Great One. Stacking der Diamanten ist für einen Super Rare. Also Stacking ist nicht unbedingt wichtig für den Great One, aber ich würde es euch trotzdem empfehlen, Leute, auch wenn ihr da einen großen Elch habt, Leute, egal, schießt ihn nicht. Schießt ihn erst, wenn ihr genügend habt. Das soll es mit dem Grind gewesen sein, mit dem Guide auf Metal Tiger. Ich hoffe nicht, dass ich was vergessen hab. Druckt euch am besten am Ende, wenn ihr die ganzen Shooting Lakes habt, okay, da könnt ihr euch das auch einprägen, wo ihr hingehen müsst. Ja, druckt euch ein Bild aus, markiert euch die Seen. Leute, ich hoffe, ich habe es gut erklärt. Wenn es noch Fragen gibt, dann stellt mir die Fragen gerne in die Kommentare. Ich beantworte die direkt, wisst ihr, und lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Viel Spaß beim Grind, das war euer Magic Fruit Deer. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ihr wisst Bescheid.